Mein Name ist Heiko Behrens, ich bin Veranstaltungsleiter hier im Kurbetrieb Kelnhusen und durch die Erweiterung unserer Discgolf-Anlage auf 22 Bahnen haben wir es geschafft, die Deutsche Meisterschaft 2011 nach Kelnhusen zu kriegen. Kelnhusen ist halt einfach direkt an der Ostsee gelegen und es ist auch die einzigste Bahn überhaupt, die direkt am Strand installiert ist bundesweit und das macht natürlich den Standort einfach toll. Es ist einfach die Atmosphäre, das Wasser, das Meer, das Klima, das passt alles zusammen. Es geht bei diesem Spiel darum, das Runde muss ins Kettige. Also für mich ist Disc Golf ein ausgezeichneter Sport für Leute, die schon etwas älter sind und früher mal vielleicht Fußball oder Tennis gespielt haben. Man bewegt sich jedes Mal an der frischen Luft. Man reist ungefähr so 4,5 bis 5 Kilometer, wenn man den kompletten Kurs spielt. Und es ist sehr entspannt. Man trifft nette Leute und ja, wie gesagt, es ist ein toller Sport. Und ich hoffe, dass viel Leute noch Disc Golf zukünftig spielen werden. Der Spielgedanke, dass man mit einem Ball oder mit einer Scheibe jetzt auf ein Ziel hinwirft, der ist ja jetzt nicht neu. Ein junger Sport, der wächst. Ja, das Regelwerk an sich ist im Prinzip ähnlich. Also man muss halt mit so wenig wie möglich Würfen in das Ziel. In unserem Fall ist das der Disc Golf Korb werfen. Ansonsten ist es im Prinzip schon sehr nah dran. Auch eher geht das in die mentale Richtung. Aber wir werfen halt einfach Frisbee-Scheiben und schlagen keinen Ball. Das ist eigentlich der einzigste Unterschied. Ja, schönen guten Morgen. Super Wetter, super Anlage, Deutsche Meisterschaft. Wir können loslegen, oder? Ich finde die Bahn ganz abwechslungsreich und spannend. Hier ist ein typischer Kurs, der normalerweise durch Wind geprägt ist. Heute haben wir gar keinen Wind. Das heißt, die Spieler müssen sich ein bisschen umstellen, vor allem die, die hier aus dem Ort sind. Für die wäre Wind ein Heimvorteil gewesen. Aber ansonsten glänzt der Parcours durch etwas weitere Entfernungen als sonst und durch viele Strafzonen. Das heißt, man muss sich von Problemen heraushalten, um dann ein ordentliches Ergebnis abzuliefern nach einer Runde. Das Besondere an dem Ort in Kelnhusen ist natürlich, dass man hier zwischen Dorch und Küste hier noch die Bahn reingebaut hat. Man hat hier dieses Mediterrane mit den schönen Bäumen, dem Sand. Fantastisch hier. Es ist sehr maritim. Schön, schön ist das. Schön. Also wir haben ein tolles Wochenende mit sehr netten Discgolfern, mit super Wetter, leider mit ein wenig Wind, aber ansonsten von der Stimmung her ein tolles Wochenende verlebt und alle Discgolfer waren sehr zufrieden und freuen sich auf ein Wiedersehen nächstes Jahr Ende September. Ich glaube, an dieses Wochenende wird man sich noch erinnern dürfen, weil es war einfach schick. Hat sehr viel gepasst, sehr viel Gutes. Schön. Gratulation, Kelnhusen. Sehr schöne erste deutsche Meisterschaft hier.